Ey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Gaming Kenner, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil vom FIFA 20 Creator Club Karrieremodus mit den Ulmer Bisons. Wir sind in der dritten Saison, sind aktuell in der zweiten Liga. Letzte Saison sind wir aufgestiegen und wir sind gerade auf dem besten Weg, wieder aufzusteigen. Wir sind nach 23 Spielen mit 54 Punkten auf Platz 3. Wäre ein bisschen weird, wenn wir sofort wieder aufsteigen würden, aber alles deutet im Moment so ein bisschen darauf hin. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Let's go. So, das nächste Ligaspiel steht an. Wir spielen gegen Greuther Fürth zu Hause. Ich habe heute mal Stolze spielen lassen. Das ist eigentlich unser drittbester Zehner. Aber der ist ein bisschen schlecht gelaunt, weil er wahrscheinlich zu selten eingesetzt wird. Deswegen lasse ich ihn heute mal spielen. Let's go. Wir gewinnen 3:1 durch ein Tor von Stenzel und einem Doppelpack von Langer. Stenzel hat sich gerade verletzt und wird 2 Monate ausfallen. Das ist nicht so gut. Es bietet uns aber die Möglichkeit, unseren jüngeren rechten Verteidiger öfter spielen zu lassen. Nächstes Spiel steht an. Wir spielen in Regensburg gegen Regensburg. Let's go. Wir gewinnen 2:1 durch das Tor von Ziegler und Daschner. So, nächstes Spiel steht jetzt an. Es ist der 26. Spieltag, wir spielen gegen Dresden und sind aktuell auf Platz 4, wir sind aktuell aber punktgleich mit Hamburg, das heißt, wenn wir jetzt unentschieden spielen würden, würden wir auf Platz 3 landen, wenn wir gewinnen würden, würden wir sogar auf Platz 2 landen. Ich würde sagen, let's go. Oh, Ziegler, Junge. Was eine Chance direkt nach 2 Minuten. Krasses Ding, Alter. Ich hätte nicht mal gedacht, dass er bei Ziegler ankommt, aber der Verteidiger hat ihn so verlängert, dass er perfekt bei Ziegler ankommt. Der schlägt dann Haken und kann dann direkt schon zur ersten Torschance kommen. Krass. Ziegler mit der Flanke. Ramsey kommt nicht dran, der kommt zu lange. Junge, viel zu hoch, Alter. Was ist mit dir? 5 Meter übers Tor geköpft, Alter. Oh! Erste Chance für Dresden. Aber Sau ist da. Schön gemacht von Langer. Daschner verlängert zu Ramsey. Ramsey nur noch vor dem Torwart. Ramsey mit dem Lupfer. Aber der Torwart ist da. Schade. Schön gespielt hier, Langer. Schön, Daschner, Doppelpass mit Ramsey. Ramsey ist durch, nur noch der Torwart Ramsey. Oh, der Torwart ist schon wieder dran. Wow, 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 das ist auf jeden Fall gerade ein sehr spannendes Spiel, muss ich sagen. Beide Teams haben gute Chancen. Jetzt könnte langsam mal ein Tor fallen. Platte im Angriff. Was macht die Abwehr da? Und da ist das 1:0 für Dresden, 32. Minute. Puh. Ja, da haben wir leider nicht gut ausgesehen. Ich dachte, dieser Platte spielt ab, aber er spielt nicht ab. Er läuft weiter, spielt nicht ab, er läuft weiter, spielt nicht ab, er läuft weiter. Und dann spielt er ab, gerade wo keiner irgendwie den Ball abfangen kann. Und was wollen wir machen? Ich weiß auch nicht, was unser Torwart da gemacht hat, warum er da hochgehüpft ist, keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall 1:0 für Dresden. Boah, stark gemacht, Ramsey! Oh, der Torwart, Digga. Das gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Ebert mit dem 2:0 in der 61. Minute. Guckt euch das an. Dresden nimmt uns auseinander. Dresden nimmt uns sowas von auseinander. Keine Chance da. Viel zu gut gespielt. Ebert frei vom Torwart. Gegen die Laufrichtung vom Torwart. Und er sieht wiederholt nicht gut aus. Starker Ball zu Szybnowski. Szybnowski kann flanken. Da ist Ramsey. Ach, aber der Torwart ist da. Boah, schön gespielt zu Daschner.
Nochmal zu Ramsi gespielt. Ramsi! Elfmeter. Elfmeter. Yes, baby. Jetzt haben wir die Chance zu verkürzen. Um dann später hoffentlich auszugleichen. Es gibt Elfmeter für uns. Alright. Schön. 1 zu 2 meine ich natürlich. Langer verkürzt auf ein Tor Unterschied. Jetzt haben wir die Chance auszugleichen. Let's go. Jetzt müssen wir aber auch alles in die Waagschale werfen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Oh, Sanchez zum ersten Mal jetzt im Ballbesitz. Sanchez, jawohl! Holy shit! Sanchez, eine Minute später, Digga, eine Minute später. Ausgleich gegen Dresden. Yes, baby, guck dir das an. Habt ihr das gesehen? Er hat den Torwart und den Abwehrspieler mit einem Move verarscht. Holy shit. Guckt euch das an, Digga. Guckt euch das an. Zack, beide auf einmal verarscht. Sanchez, erster Ballkontakt. Direkt Tor, Digga. Holy shit. 2 zu 2, baby. Let's go. Damit stehen wir dann aktuell auf dem dritten Platz. Bringen wir das hoffentlich mal über die Bühne, würde ich sagen, oder? Außen Batista Meier mitnehmen, der ist gerade reingekommen. Batista Meier ist am Abwehrspieler vorbei. Batista Meier, immer noch Batista Meier. Oh, direkt den Torwart in die Pfanne. Das wär's. Junge, Brandt, ja, Glatzel. Oh, holy shit, Digga. Junge, was? Elfmeter! Elfmeter! Nochmal ein Elfmeter in der Nachspielzeit, holy shit! Wir kriegen einfach nochmal einen Elfmeter. Das Schicksal ist mit uns. Das Schicksal ist mit uns, Alter. 2-2, Nachspielzeit, noch ein Elfmeter. Ich würde tatsächlich den Schützen wechseln. Ich würde sagen, Glatzel darf den schießen. Gleiches Eck, damit haben wir ja gerade Glück gehabt. Jawohl, Glatzel macht das 3 zu 2 in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter. Und damit sieht alles nach dem zweiten Platz aus, hä? Läuft. Was ein spannendes Spiel, Alter. Aus 2-0. Machen wir einfach mal ein 3 zu 2. Der Gegner kann nichts machen. Und stellt sich in den Zweikämpfen einfach zu dumm an. Die haben uns zwei Tore geschenkt. Die haben uns einfach zwei Tore geschenkt. Jawohl, das war's. Der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen 3 zu 2 gegen Dresden, nachdem wir erstmal 2 zu 0 hinten lagen. Dachten, das wird heute nichts mehr. Aber nein, die schenken uns einfach zwei Elfmeter, die nutzen wir logischerweise. Und Sanchez macht vorhin mit seinem allerersten, mit seiner allerersten Ballberührung macht er das schönste Tor, was ich hier von ihm gesehen habe. Er hat mit einem einzigen Antäuscher einen Abwehrspieler und den Torwart verarscht. Das war genial gemacht. Schönes Spiel. So, nächstes Spiel steht an, Zweiter gegen Vierter. Union Berlin ist aktuell Zweiter, wir sind aktuell Vierter. Wir haben ganz gut Motivation, würde ich sagen, nachdem wir im letzten Spiel grandios gegen Dresden gespielt haben. Ich würde sagen, let's go. Wir spielen leider nur 1-1 durch das Tor von Ziegler und Abdullahi. Philipp Groß hat uns eben mitgeteilt, dass er gerne seinen Vertrag auflösen möchte, weil er keine Hoffnung darin sieht, von uns noch verpflichtet zu werden. Er ist aktuell ein relativ guter Torwart. Er kann allerdings, also er hat aktuell ein Potenzial von 75 bis 81, was halt nicht gerade überragend ist, würde ich jetzt behaupten. Wir können ihn trotzdem mal holen. Ich glaube, wir haben eh einen Torwart verkauft, soweit ich das weiß. Dieser Nekrea oder so ähnlich. Ja, ich würde sagen, wir holen ihn. Also ich würde ihn ungern weggeben so. Er hat schon eine Gesamtstärke von 61, kann sich noch verbessern. Den können wir ja mal verleihen oder so für ein Jahr. Ich werde ihn auf jeden Fall mal ins Profiteam holen.
28. Spieltag, 1. gegen 3. Augsburg ist aktuell auf Platz 1. Wir sind aktuell auf Platz 3. Ich bin bereit, mit unserer Top-Aufstellung zu spielen. Ich würde sagen, let's go. Oh, Augsburg macht uns mal kurz fertig mit einem 3:0 und versetzt uns einen Dämpfer in Sachen Aufstiegsrennen. So, es ist der 29. Spieltag. Wir spielen jetzt gleich gegen Wien-Wiesbaden. Wien-Wiesbaden ist aktuell auf Platz 14. Mit einem Sieg könnten wir tatsächlich gerade absolut nichts erreichen, weil wir dann nur 67 Punkte hätten. Es würde aber bedeuten, dass wir in Sachen Aufstiegsrennen auf jeden Fall noch dran sind an Union Berlin. Das Spiel werde ich selber spielen. Ich würde sagen, let's go. Wir spielen mit folgender Aufstellung. Brazao wie immer ein Tor. Carstens hat mich darum gebeten, gerne spielen zu dürfen, weil von dem Spiel anscheinend viel abhängen würde. Und ihr kennt mich. Ich sag da nicht nein. Ich sag, ja, okay, komm, Bruder, ich lass dich spielen. Du kriegst deine Chance. Er spielt zusammen mit Bushiri in der Innenverteidigung. Wagnoman ist immer noch rechter Verteidiger, weil Stenzel ja verletzt ist, 2 Monate lang. Linker Verteidiger ist Hansen. Im zentralen Mittelfeld wie immer Prömmel und Langer. Rechts außen Schibnowski, als Zehner Sanchez. Linke Mittelfeldspieler Batista Meier, er hat mich darum gebeten, dass er gerne spielen möchte. Genauso wie Glatzel und der steht vorne drin als Stürmer. Let's go! Oh, Sanchez spielt zu Glatzel. Glatzel 1-0, 11. Minute. So kann es funktionieren. Jetzt gehen wir auf jeden Fall schon mal in Führung. Schönes Tor von Glatzel, 11. Minute. Ganz schnell geschaltet hier, schöner Pass von Sanchez. Glatzel fasst nochmal den Abwehrspieler, hat dann den Platz und den Freiraum, um sich die Ecke auszusuchen. Und da verfehlt er logischerweise nicht. Oh, wollte Glatzel ihn da durchstecken zu Schibnowski, der kam leider nicht an. Oh, gefährlicher Konter. Adjani, Bushiri verpasst. 1-1. 1:1, 29. Minute. Ja, da standen wir hinten nicht richtig gut und der Konter ging auch zu schnell nach vorne. Da haben hinten die Abwehrspieler gefehlt und Bushiri verschätzt sie hier ganz ordentlich. Adjani ist durch und Carstens kann mit seiner Grätsche auch nichts mehr ausrichten. Und somit steht es 1:1. Oh, Batista Meier, Flanke, da ist Glatzel, Eigentor! Ich dachte schon, er macht ein Eigentor, Digga. Ich habe schon Eigentor gerufen, holy shit. Macht er irgendwie mit der Schulter oder war das mit dem Kopf? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er ihn gegen die eigene Latte gehauen. Boah, das wäre auch schön gewesen, noch ein Eckball. Flanke von Hansen. Oh, das Glatzel! Oh, das gibt's nicht. Oh, schöner Pass zu Sanchez. Sanchez! Lindner war dran. Holy shit, was zur Hölle. Guck dir diesen Schuss an, der war so schön geschossen. Aber der Torwart war halt einfach dran, Digga. Torwart ist da. Schön gemacht vom Torwart. Was gibt's doch nicht. Jetzt wollte ich gerade nach außen passen und dann genau dann in dem Moment kommt halt der Abwehrspieler und nimmt mir den Ball ab. Das gibt's nicht. Oh, Digga. Schön, Ramsi. Und der Torwart ist einfach dran, Alter. Der Torwart ist einfach dran. Guck dir das an. Das war ja gar kein Schuss. Dann kommt die Ecke. Kopfball geht einfach nicht rein. Schipnowski probiert es einfach mal aus zweiter Reihe. Der Ball kommt an! Holy shit! Der Ball kommt bei Batista Meier an. Das war eigentlich ein Schuss. Und jetzt steht es 2:1 für die Bisons. Junge, was ein Tor. Holy shit. Schibnowski probiert es halt einfach mal aus zweiter Reihe.
Der Ball wird so abgefälscht, dass er direkt bei Batista Meier landet. Der nimmt den direkt und der Torwart hat keine Chance, da ranzukommen. Guck dir das an. Zack, Alter. Unmöglich. Keine Chance für den Keeper. 2-1 für die Bisons. Schöner Doppelpass mit Ramsey. Batista Meier jetzt. Batista Meier ist durch. Lange Flanke. Was für lange Flanke? Oh! Sanchez. Doppelpack. 3-1 für die Bisons. Ich wollte eigentlich nach rechts unten flanken zu Szybnowski. Aber aus irgendeinem Grund hat er daraus einen kurzen Lüpfer gemacht zu Sanchez und der macht den dann rein mit einem Seitfallzieher aus Spitzenwinkel. Ja moin. 3-1, damit stehen auf jeden Fall die 3 Punkte fest. Das geben wir nicht mehr aus der Hand. Nice. Schön weggeköpft. Eventuell noch eine Chance, der Ball kommt lang zu Ramsey. Oh, Digga. Das tat weh. Wir gewinnen 3-1 gegen Wiesbaden am 29. Spieltag. Jetzt sind es noch 5 Spiele, dann ist die Saison vorbei und wir stehen aktuell auf Rang 4 mit, ich glaube, einem Punkt Abstand zu Rang 3. Das heißt, noch ist alles möglich, noch können wir in die Relegation kommen, noch können wir auch erster Platz werden tatsächlich, obwohl ich mir das eher weniger ausmale. Gutes Spiel, wir gewinnen 3-1. So, das war's dann auch mit diesem Teil. Wenn dieser Teil euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr keinen Teil verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Das wird dann der vermutlich letzte Teil sein. Warum vermutlich? Weil wir wissen ja nicht, ob wir noch in die Relegation kommen. Im nächsten Teil haben wir auf jeden Fall noch 5 Spiele vor uns. Ne, wir haben sogar mehr vor uns, weil es ist ja auch noch DFB-Pokal-Halbfinale, oder nicht? Stimmt, wir sind ja auch noch im DFB-Pokal dabei, der kommt ja jetzt auch noch. Alright, also haben wir mindestens 6 Spiele im nächsten Teil. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Gaming-Kellner. Ciao.